Oh Gott. Was denn? Schon gut. Du kannst es ja nicht wissen. Ich mach schon. Was war denn falsch? Sheldon erlaubt nicht, so dicht vom Spiegel Zahnseide zu benutzen. Kein Scherz? Es ist wegen der Spritzer. Dafür muss man sich hinter die Klebebandmarkierung auf den Boden stellen. Das ist verrückt. Ich weiß. Tu es einfach. Er macht bald Inspektion und ich will meine Fernsehprivilegien nicht verlieren. Dann darf ich einen Blick auf euren Mitbewohnervertrag werfen? Ich weiß nicht. Hol ich mir einen Anwalt, holt er sich ein. Da ist es einfacher, hinter der Markierung zu bleiben. Übrigens, ein Kollege überlasst mir seinen Dodgers-Karten fürs Wochenende. Hast du Lust? Ja. Ich glaube, das ist Baseball, oder? Du wirst es mir erklären müssen. Soweit ich mich erinnere, geht es darum, als Letzter gewählt, dann vom Ball getroffen zu werden und heulend nach Hause zu gehen. Wie auch immer. Ich habe 4 Karten. Und ich dachte, wir nehmen Bernadette und Howard mit. Sie ist wirklich interessant und an ihn gewöhne ich mich. Es ist aber vielleicht nicht so gut, die beiden einzuladen. Wieso nicht? Sag keinem, dass du es von mir hast, aber ich habe gehört, sie will mit dem Schluss machen. Oh, wie schade. Aber ich kenne jemanden, der das gut finden wird. Ach ja? Wen? Mein Bruder. Er ist verknallt in Bernadette. Was? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Er hat sogar ein Gedicht über sie geschrieben. Sehr beunruhigend. Oh, Bernadette, bitte spiel auf meine Klarinette.